Gibt es auch Positives über mein Auto hier zu berichten, über den MG 4 Luxury? Ja, natürlich gibt es das. Das ist Thema heute in meinem Video. Herzlich willkommen bei Verkunst und unterwegs. Ja, ihr Lieben, der Wagen ist ja jetzt schon ein paar Monate hier bei uns in der Obhut und in der Nutzung. Und ihr habt mit Sicherheit auch schon euch die Frage gestellt, naja, jetzt hat sie negative Sachen rausgehauen, wo sind denn die positiven? Und ich habe mir doch mal gedacht, nutzen wir heute mal das einigermaßen trockene Wetter mit euch über die positiven Sachen über den MG zu sprechen. Das Erste, was mir sehr, ja, positiv aufgefallen ist, beziehungsweise auch einer der Kaufgründe gewesen ist, warum wir uns den Wagen geholt haben, ist tatsächlich die Optik. Denn die Optik von dem Wagen, das Design gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich finde es sehr ansprechend für einen Mittelklassewagen. So kann man ihn, glaube ich, schon nennen, Mittelklassewagen. Ist er ja sehr schnittig ausgestattet, finde ich. Vorne so dieses runtergezogene mit der Schnauze nach unten und hinten mit dem kleinen Spoiler obendrauf gibt ihm so den frechen Touch. Und was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ist hinten am Kofferraum das Lichtdesign, diese roten Streifen, die er noch hat, wenn es halt dunkel ist, das, was man sehr gut sehen kann, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Der Wagen hat von der Optik so ein bisschen den Look eines Seats, wenn man mal so genau hinschaut, würde ich schon sagen, ein bisschen Seat-like, aber mit halt eben diesen Besonderheiten, vorne halt dieses tiefer gesetzte mit der Schnauze, so dass er doch da ein bisschen von wegweicht. Der nächste Punkt hier für uns mit diesem Auto ist der Sitzkomfort. Also ich finde, man sitzt hier in dem Wagen sehr gut. Also auf kurzen Strecken natürlich überhaupt kein Problem, aber auch auf längeren Strecken haben wir beide den Eindruck gewonnen, dass die Sitze sehr gut, ja, einen halten, dass einem auch der Rücken hier nicht wehtut. Ihr wisst ja, dass wir nach Peine gefahren sind, hin und zurück und das auch nur mit kurzer Pause für den Dreh dazwischen. Also waren es schon so mehr oder weniger 6 Stunden hintereinander, die wir da geknallt haben an Autostrecke. Und wir haben auch nicht wirklich viel an Pausen gemacht, außer halt eben die 20 Minuten, 30 Minuten mal eben Toilettenpause, was essen und Beine vertreten. Und ja, ich kann nur sagen, war überhaupt kein Problem mit dem Wagen, hat man wirklich sehr gut aushalten können die ganze Zeit. Ich glaube, auch mein Mann hat da keine Probleme gehabt mit der Autofahrt, also mit dem hier etwas engerem Sitzen in der Fahrerkabine, weil wir ja hier diese Mittelbordkonsole haben, die mir am Anfang so ein bisschen Sorgen bereitet hat, weil ich gedacht habe, da könnte halt das Knie gegenstoßen, weil Peter ja halt größer ist als ich und natürlich dadurch halt bedingt längere Beine. Aber das klappt einwandfrei. Hätte ich nicht gedacht. Gut, ich bin ja eh klein, mir macht das nichts. Auch so, wie gesagt, vom Rücken her ist das Ganze wirklich sehr gut. Und da man hier bei dem Fahrzeug in der Luxury-Ausstattung die Sitze verstellen kann, das heißt also rauf und runter, nach hinten, nach vorne die Neigung der Rückenlehne und natürlich auch nah genug nach vorne gehen kann, ist da der Sitzkomfort auf jeden Fall gegeben. Jedenfalls was die Fahrerseite angeht. Auf der Beifahrerseite muss man es leider manuell einstellen. Da hat man halt leider nicht so wie in dem Tesla den Komfort, dass man es elektrisch machen kann. Aber auch da, ich habe ja auch größtenteils
nach der Fahrt nach Peine auf dem Beifahrersitz gesessen, habe ich da jetzt nicht das Problem gehabt, irgendwie unbequem zu sitzen. Also da habe ich schon Fahrzeuge gehabt, wo ich gesagt habe, also längere Touren sind da nicht wirklich gut geeignet drin. Ja, was kann ich sagen? Beim Fahren, wenn man mal ein bisschen Gas gibt, hat man dann das Gefühl, dass die Sitze einen nicht halten. Also das kann ich so jetzt überhaupt nicht feststellen. Jetzt sind wir natürlich auch nicht die Fahrer, die aggressiv auf der Strecke unterwegs sind. Wenn man jetzt natürlich meint, man muss mit dem Wagen einen Rennmodus fahren, ja, ich denke mal, dafür ist er jetzt eigentlich in meinen Augen auch so nicht ausgelegt. Das sind ja nun keine Schalensitze, würde ich auch nicht erwarten. Also auf jeden Fall ist es ein besseres Sitzen als auf meinem Kangoo. Damals, der rote Kangoo, den ich gefahren habe, da war alles so ein bisschen wie im freien Fall. Also da hatte man auf keinen Fall hier diese, ihr seht es, ich ruckel jetzt mal hier so ein bisschen hin und her, hier diese Umfassung am Rücken, und von daher kann ich das also nur sagen, bequemes Sitzen. Beruhigungsleckerchen. Anti-Schrei-Leckerchen, ja. Das nächste, was mir sehr gut an dem Wagen gefällt, ist die Dynamik und auch das Fahrverhalten. Ich muss sagen, der Wagen verhält sich sehr präzise in seiner Art und Weise, wenn man ihn halt entweder im Bremsmodus ansteuert oder halt im Lenkmodus irgendetwas macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Wagen zu spät reagiert, oder wir hatten das schon mal auf einer Probefahrt beim Tesla gehabt auf der Autobahn, da haben wir ihn mal wirklich raufgejagt mit der Geschwindigkeit, und beim Model 3 war so nachher auf der Autobahn das Gefühl, so lenktechnisch und auch bremsmäßig kaum eine Kontrolle zu haben. Also bei Tempo, ich weiß gar nicht mehr, war das 160, 170, da fing es schon schneller, okay, ja, da haben wir es auch wirklich provoziert, aber das fühlte sich sehr wie auf einem Schwamm an. Das war sehr unangenehm, muss ich sagen. Also für mich sehr unangenehm. Du hast noch gesagt, naja, das kriege ich gehandelt, aber wenn mal was dann passiert, ist die Frage, kriegt der Wagen das so schnell hin? Bevor jemand fragt, du meinst das Tesla Model 3 Long Range, das Long Range. 2020? Ja, genau. Das Model Y Performance hat da durchaus andere Fähigkeiten. Ja, ja, deswegen sagte ich ja auch das Model 3. Also das Model Y fährt sich da auch schon wieder anders. Also das war, das hat auch schon wieder Veränderungen erfahren. Das hat man schon gemerkt. Aber es ist einfach mal ein Beispiel. Das habe ich jetzt hier bei ihm nicht. Jetzt muss ich wohl auch dazu sagen, er riegelt ja bei 150, riegelt er ja. Nee, doch, bei 150. 170? Okay, soll er hoch. Ich jag den nicht so hoch. Du regelst bei 150 ab. Ja, ja, weil ich nicht so schnell fahren möchte. Das ist halt einfach so. Ich sage nämlich einfach, man muss immer mit der Dummheit der anderen Menschen leben. Und wenn ich da angetachelt komme mit was weiß ich und die Leute raffen das einfach nicht und fahren einfach links rüber, und das habe ich jetzt einfach zu oft schon erlebt, dass sie es halt tun, ohne es richtig einschätzen zu können. Ich möchte das einfach nicht, da möchte ich noch eine Chance haben, noch bremsen zu können. Also ich habe hier bei dem Wagen überhaupt nicht das Gefühl, dass er zu schwach reagiert, zu langsam reagiert. Also der hat eigentlich sehr, wie nennt man es, kurze Wege, ne? Ist das der richtige Ausdruck? Wie sagt man? Direkte Lenkung. Direkte Lenkung. Also ich fühle mich damit sehr sicher, muss ich sagen. Fühle ich mich sehr gut mit dem Wagen. Was auch sehr angenehm ist, finde ich, auch wenn das permanent Neueinstellen, wenn man den Wagen abgestellt hat in Parkposition und dann wieder einsteigt, immer wieder neu einstellen muss, das One-Pedal-Driving. Das, finde ich, ist hier in dem MG sehr gut umgesetzt. Das ist für mich sehr angenehm, wobei du sagst, dass Tesla da besser ist. Also du findest Tesla da einen Ticken besser? Ich finde ihn zu hart. Wenn du hier vom Gas gehst, hast du direkt das Gefühl, dass der bremst. Beim Tesla ist das ein viel weicherer Übergang. Hier hast du direkt so einen Ruck drin. Okay. Den finde ich sehr unsympathisch, aber das ist Geschmackssache. Ist mir jetzt so nicht so bewusst. Also beim Zoe war
Ja, also die, ne, das, ja, also du halt, kannst du nicht One-Pedal-Drive du hast da kein, du hast da kein One-Pedal-Drive gehabt und stimmt, da war nix. Und was, wo haben wir es drin ausgetestet? Bei dem ID fand ich es mau. Da fand ich es irgendwie gar nicht angenehm. Und ja, hier ist es jetzt, für mich ist das mehr als angenehm. Also ich komme darauf gut klar. Ich fühle mich da wohl mit. Ich gestehe, ich habe es fast immer an. Ich weiß, man sollte auch mal ohne fahren, damit die Bremsen auch benutzt werden. Ich habe mich da echt dran gewöhnt, weil es halt eben eine sehr schicke Sache ist. Ich kann es auch nur empfehlen, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr euch ein Auto, ein E-Auto holt, dass ihr diese Option habt mit diesem One-Pedal-Drive, weil es ist wirklich eine schöne Fahrweise, finde ich. Und der MG macht das wirklich gut. Ich finde, er macht das wirklich gut. Was auch, denke ich, wichtig ist, dass... Entschuldigt, wir haben unser Schreikind wieder mit dabei. Ja, hast die Stange schon auf, ne? Was auch wichtig ist, okay, wir hatten jetzt letztens ein Video gehabt, wo wir das Problem mit dem CCS-Laden euch geschildert haben. Das war jetzt das erste Problem, was wir als Ladeproblem hier erkannt haben. Aber bis sonst jetzt war eigentlich Laden immer ohne Probleme. Egal, wo wir rangefahren sind, egal welche Ladesäule, welcher Anbieter, hat immer funktioniert. Schnellladen hat immer funktioniert. Lang und auch schnell. Und auch schnell, das ist ja auch recht wichtig. Ich denke auch für einige von euch, die halt sagen, der Wagen muss ja auch mal über längere Strecken benutzt werden können, ist das wichtig. Und natürlich langsames Laden, AC-Laden war auch bisher immer ohne Probleme. Warum wir jetzt auf einmal dieses eine Mal das Problem hatten, dass so gar nichts wollte und dann halt wenigstens AC-Laden geklappt hat, wissen wir noch nicht. Da werden wir aber auf jeden Fall noch den Test machen. Ihr habt dazu ja auch schon ein bisschen was geschrieben. Wir werden euch auf jeden Fall da noch mitnehmen und natürlich, wir werden auch noch mal einen Verbrauchstest ja machen, das hatten wir euch ja gesagt, um einfach mal zu sehen, wie klappt das hier mit dem MG. Laden, wie gesagt, ohne Probleme, nicht so zickig wie mein Zoe, muss ich sagen. Beim Zoe hatten wir ja häufiger Schwierigkeiten gehabt, wenn wir irgendwo rangefahren sind, dass dann der Zoe einfach nicht wollte. Was halt auch schön ist, man kann hier im Wagen sitzen bleiben und es funktioniert trotzdem alles noch. Also auch die Heizung, auch vielleicht nicht ganz uninteressant für die Leute, die halt im Winter gerne im Warmen sitzen wollen, gerade wenn man halt an Stellen lädt, wo es halt keine Infrastruktur gibt, also wo man nirgendwo mehr reingehen kann, mal in eine Bäckerei oder halt in ein Restaurant. Ne? Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, gerade bei Temperaturen unter 0 oder unter 10 Grad. Also ich finde das schon sehr schnattrig, dann da meinen Wagen verlassen zu müssen oder halt eben ja, im kalten Auto zu sein. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Klar, man kann immer alles verbessern, aber ich denke, Preis-Leistungs-Verhältnis muss man ja da auch so ein bisschen im Auge behalten. Und dafür, finde ich, haben wir hier ein wirklich qualitativ gutes Auto hingestellt bekommen. Was mir auch gut gefällt, ist die Sitzheizung und die Lenkradheizung. Das tut es schon richtig gut. Das haben wir hier im Winter wirklich auch gut genutzt. Gerade auch bei unseren Touren wie nach Peine oder wo wir auch noch so anderswo hingefahren sind. Da muss ich wirklich sagen, so, das macht schon was aus, wenn man eine Sitzheizung hat. Und das wäre auch wieder etwas, wenn ich mir wieder einen Wagen holen würde, etwas, wo ich auch darauf achten würde, dass der Wagen das mitbringt. Weil auf eine Heizung, die so läuft, kann ich gerne verzichten, aber so ein Popo-Wärmer, ne, der war schon, ist schon ganz, ganz gut. Lenkradheizung hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich immer gesagt, so, ach ja, Lenkradheizung ist jetzt nicht unbedingt so etwas, was ich haben muss, aber ich habe es tatsächlich in diesem Winter ein paar Mal genutzt, weil es so kalt war, dass wir gesagt haben, boah, mach mal an, weil ist halt angenehmer für die Hände, mal eben so an was Warmes zu fassen. Hätte ich nicht gedacht. Ob ich es jetzt unbedingt beim nächsten Fahrzeug auch wieder haben müsste, ich weiß es nicht. Wenn er es mitbringt, nice to have.
aber jetzt nicht, weiß nicht, also. Ne? Wäre jetzt kein K.O.-Kriterium. Nee, wäre kein K.O.-Kriterium. Nee, aber ist halt nicht, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Man kann sich dran gewöhnen, dass man es hat. Du hast es ja sowieso. Wieso sowieso? Tesla, der 3 hatte das auch nicht. Hatte der das nicht? Nein. Nee? Ja, okay, ich, so habe ich das jetzt nicht. Das Model Y hat's. Model Y hat's, okay. Ja. Und der 3 hatte das nicht. Jamai, 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 Jamai. Komm, ist gut. Jamai. Jamai, alles gut? Alles gut. So. Was ich ebenfalls als positiv hervorheben wollen würde, sind einmal die Kameras und die Sensoren hier bei dem Fahrzeug. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so daran gewöhnen würde, dass ich hier eine Rundumsicht habe bei dem Fahrzeug. Gerade so beim Einparken zur Ladesäule, wenn es eng ist oder halt in Parklücken, macht sich das hier wirklich gut bemerkbar. Und ich muss sagen, die Kameras sind wirklich gut eingestellt hier bei diesem Fahrzeug und machen einem das Leben wirklich leichter. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal ausprobieren dürfen. Ich denke, es ist wirklich eine coole Sache, ne? Die Rundumansicht auch von oben, dass man das sehen kann. Er schaltet ja auch beim Abbiegen die Kameras mit ein. Das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man also auch sehen kann, ob ein Radfahrer oder ein Fußgänger plötzlich an der Seite ist. Also das finde ich auch mega, dass der Wagen das mitbringt. Und auch diese Spurwarner, dass ja, da jemand auf der Spur kommt, im Außenspiegel dieses gelbe Licht. Das ist schon. Also habe ich bisher noch nie gehabt und ich muss sagen, also ich habe es mir jetzt echt auch angewöhnt, darauf zu achten, ob halt hier im Spiegel etwas angezeigt wird oder halt in diesem Spiegel. Das heißt, natürlich schaue ich auch selber immer noch, mache den Schulterblick. Ne? Man soll nicht nur auf die Technik vertrauen. Aber es gibt einem, finde ich, doch schon wieder ein etwas sicheres Gefühl, weil nichts finde ich persönlich schlimmer, einen Radfahrer zu übersehen oder einen Fußgänger, am schlimmsten noch ein Kind, weil ein Kind ist unberechenbar. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, dass mir mal so, vielleicht sowas passiert. Möchte ich überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass der Wagen das hier so mitbringt. Naja, diese gelben Lampen, die sieht man ja schon aus den Augenwinkeln. Ja. Sprich, man merkt das viel früher, als wenn man wirklich in den Spiegel guckt. Ja. Das macht das schon sehr viel berechenbarer. Ja, 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 auf jeden Fall. Also die visuelle Warnung mit dem gelben Licht, das nimmst du halt hier auch aus dem Augenwinkel dann wahr, wenn dann hier plötzlich das Licht angeht oder drüben auf der Seite. Ja. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Das würde ich mir beim Tesla wünschen. Ja, finde ich eigentlich schade, dass der Tesla, dass er also ausgerechnet sowas nicht mitbringt. Er piepst, wenn du falsche Dinge da tust, aber das ist schon 2 Schritte später. Ja, das, also und er ist relativ früh auch, ne? Genau, das ist ja der Punkt. Du siehst es aus dem Augenblick schon und würdest gar nicht es in die Richtung lenken, weil du hast ja schon aus den Augenblicken gesehen, da ist was, guckst erst genauer hin. Beim Tesla guckst du dann in den Spiegel, ziehst rüber und dann piepst du, weil er gedacht hat, da ist was. Das ist deutlich später und damit meiner Meinung nach nicht so viel Assistenz. Ja. Also es ist sicherlich als Sicherheitsfeature gut, aber könnte man besser machen. Ja, also. Es geht um den MG, nicht um Tesla. Ja, also wie gesagt, ich habe mich da jetzt wirklich gut dran gewöhnt. Also das wäre auch ein Kriterium für mich, fürs nächste Auto, dass ich sage, ich hätte es gerne. Ja. Aber gut, das ist ja auch immer ein bisschen ne? Kennen wir alle. Ja, als allerletzten Punkt und ich denke mal, der Punkt ist mit ein bisschen vernachlässigbar, aber für mich halt ein Punkt, wo ich sage, rückentechnisch und da ich auch viel einkaufe, passt es ganz gut, ist, dass wir beim Kofferraum keine Stufe haben, sondern im Prinzip alles schön plan. Das heißt, ich kann wunderbar Einkäufe, auch Getränkekisten, wenn ich sie mal hole, reinheben. Die Einkäufe meiner Mutter kann ich da ohne Probleme mit hinzuschieben.
Das ist etwas, was ich echt feier an dem Auto, dass ich da ganz ohne Probleme meine Einkäufe verstaut bekomme. Ja, der Kofferraum ist jetzt kein Riesenwunder, Knörz, aber reicht vollkommen, um 2 Haushalte mit Einkäufen zu versorgen. Also das ist überhaupt kein Thema. Mache ich jede Woche, weil ich jede Woche halt für meine Mutter einkaufen gehe oder mit ihr einkaufen gehe. Und ja, ich mit ihr auch sonst, wenn wir Aktivitäten haben, Sachen von ihr dort reinpacke. Das klappt wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das war auch etwas, was mich beim Sohl gestört hat, eben, dass ich immer alles rein und wieder raushiefen musste. Wenn man mit dem Rücken Schwierigkeiten hat, dann ist so etwas echt eine Erleichterung. Ja, das waren jetzt so meine Punkte für den MG, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut. Und das sind so Punkte, die ich auch gerne ein bisschen hier hervorholen oder hervorheben wollen würde, wo ich sage, der Wagen, Preis-Leistung, das, wenn man die Punkte mal nimmt, muss ich sagen, ist das ein ordentliches Auto, wirklich gut konzipiert. Ja, er hat Macken, aber das haben andere auch. Also nichts ist perfekt. Das gibt es einfach nicht. Und man muss ja auch ein bisschen überlegen, das ist ja nicht der Rolls-Royce. Es ist ein preiswertes Auto, muss man einfach ganz klar sagen. Und für den Preis ist es echt ordentlich aufgestellt. Kann ich nicht anders sagen. So gefällt es mir richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder ein bisschen Aufschluss geben können über den MG. Lasst gerne einen Daumen rauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nicht verpasst, wenn wir hier weitere Themen, spannende Themen hochladen. Und natürlich den Kanal bitte abonnieren. Damit würdet ihr uns auch sehr unterstützen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Schaltet gerne wieder ein nächstes Mal, wenn wir hier wieder mit Verkunstet unterwegs Dinge anstellen. Es kommen noch einige spannende Themen auf euch zu. Ich freue mich auf euch, das gemeinsam mit euch zu erleben. Habt bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund vor allen Dingen. Bis dahin. Tschüss zusammen.